Hallo, wir hatten euch ja versprochen, unsere Hubstützenanlage euch mal vorzustellen. Das letzte Mal, das heißt, das letzte Mal, das war ja erst vor ein paar Tagen, hat es leider nicht geklappt, ein Video dazu zu drehen. Aber das wollen wir jetzt gerne nachholen. Wir haben die Hubstützenanlage von SHR einbauen lassen in Lüdinghausen, was wirklich super geklappt hat. Die Annahme, das war toll. Die Erklärung, also unser Paul, das Wohnmobil ist erstmal in die Halle gefahren worden. Man hat den hochgebockt. Wir konnten erstmal von unten einmal drunter gucken. Ja, man hat erklärt, wo man die Hubstützenanlage einbaut. Es werden hier keine zusätzlichen Löcher gebohrt. Die vorhandenen ja, Öffnungen, wie nennt man das? Ja, Bohrung. die Schraubbohrungen, die sind halt schon vorhanden. Man nutzt die beim Fiat. Wir haben uns für die SHR-Anlage entschieden, weil sie etwas breiter von den Stützen verbaut wird. Und es werden keine zusätzlichen Löcher in den Boden gemacht und auch die ganze Technik bleibt unterm Wagen und nicht im Wagen. Das fanden wir jetzt auch besser, weil für nicht ganz so viel Geld kann man jederzeit diese Anlage auch wieder demontieren lassen und sich bei einem neuen Wohnmobil wieder einbauen lassen. Ja, die Hubstützenanlage, die erklären wir euch jetzt gleich. Was wir auch noch schön fanden, jetzt in diesem Angebot, was wir halt angenommen haben, war auch noch mal eine Wiegefunktion dabei. Das heißt, wir können jetzt auch unser Wohnmobil wiegen und wissen ganz genau, wie schwer es ist. Diese Wiegefunktion, die kann man aber nur über das Handy, also über die App von SHR abfragen. Und ja, unser Paul ist jetzt leer bei 3.300 Kilogramm. Und jetzt stellen wir euch mal die Anlage vor. Für die Hubstützenanlage musste hier ein Hauptschalter eingebaut werden, dass man den halt stromlos machen kann. Und er bleibt halt auch an, wenn man dann geparkt hat, die Hubstützen ausgefahren hat, bleibt dieser Schalter an, weil wenn man dann irgendwann den Motor starten sollte, gibt es ein Signal, die Hubstützen fahren automatisch ein. Und ja, es gibt ein ganz lautes Signal, dass man halt weiß, die Hubstützen waren draußen und der Hauptschalter ist noch an. Der Hauptschalter wurde hier seitlich im Fahrerbereich eingebaut. Ich zeige euch das mal eben. Da unten ist er. Den dreht man einmal auf On. Damit ist dann die Anlage im Prinzip scharf geschaltet. Und dann kann man die Fernbedienung oder das Handy nehmen, um dann die Hubstützenanlage zu bedienen. Das zeigen wir euch dann jetzt. Wir werden euch jetzt mal die Hubstützenanlage hier bei uns vor der Tür vorstellen. Die Reifen sind etwas dreckig, weil wir da gerade durch Matsch gefahren sind. Also da bitte nicht so genau hingucken. Das ist jetzt die Fernbedienung. Dazu gibt es noch eine App, die sieht im Prinzip genauso aus. Man hat also die Möglichkeit, hier einmal auf Start zu drücken. Innerhalb von 30 Sekunden muss man dann eine Anwahl treffen, ansonsten stoppt die Anlage wieder. Man hat halt hier Auto-Level, damit fährt das jetzt automatisch in Waage, das Wohnmobil. Man kann es jederzeit stoppen, man kann vorne links nur anheben. Die ganze linke Seite, nur vorne, rechts, vorne, die ganze Seite. Also man kann auch alles einzeln ansteuern. Das ist ganz praktisch. Wir haben die Tankentleerung, also die Grauwasserentleerung, den Ablass nach vorne. Dann machen wir das so, dass wir den Paul, also unser Wohnmobil, dann hinten hochfahren. Und damit läuft wirklich so der letzte Liter auch noch aus dem Grauwassertank raus. So, und jetzt stellen wir das einmal vor, wie das funktioniert. Der Olli drückt jetzt auf Start, dann innerhalb von 30 Sekunden auf Auto und schon geht es los. Die Stützen, die fahren runter. Das fängt an vorne. Vorne fängt das ganze System immer an, einmal bis zum Boden. Sobald er Kontakt hat, bremst er hier und fährt dann die hinteren Stufen aus. Ich gehe jetzt mal mit euch einmal nach hinten.
Jetzt fährt er praktisch beide hintere Stützen aus. Wir stehen hier in unserer Einfahrt, die ist ein bisschen schräg, daher muss er jetzt ein bisschen herkommen. Er fängt an, so ein bisschen hoch zu pumpen und jetzt wird er versuchen, das Wohnmobil ins Gleichgewicht zu bringen, indem jetzt alles nacheinander nochmal hoch und runter gestützt wird und irgendwann ist er dann tatsächlich in Waage und hört dann auch auf, die Stützen auszufahren bzw. zu auszugleichen. Da hinten in der Mitte seht ihr nochmal diesen Kasten. Da steckt im Prinzip die ganze Technik drin. So, die Hubstützenanlage hat jetzt aufgehört. Der Paul steht jetzt schon in Waage. Wollen wir einmal gucken von der Seite. Oder von vorne. Mal gucken. Stehen so viele Autos rum. Ja, das sieht gut aus. Olli, haben wir eine Wasserwaage in der Tür? Ja. Dann können wir da ja einmal mal gucken. Können wir den Teppich da einmal anheben oder was, ne? Und dann. Und wie sieht's aus? Gut. Paul steht in Waage. Jetzt einmal in die Querrichtung. Unser Paul steht in Waage. Also das ging ja wirklich jetzt super schnell. Also wir haben es nicht bereut, dass wir das gemacht haben. Es kostet schon natürlich Geld. Aber wir haben gedacht, man investiert auch so viel Geld in andere Sachen. Wir haben uns das jetzt einfach mal gegönnt und haben gedacht, wir stellen euch das mal vor. Jetzt gleich fahren wir die Anlage nochmal ein und das zeigen wir euch dann auch. Unser Paul steht jetzt in Waage und jetzt werden wir ihn gleich wieder ablassen. Ich zeige euch mal hinten die Räder. Da sieht man so ein bisschen, ich sage ja, wir sind also gerade durch Modder und Matsch gefahren, da sieht man, sie schweben ganz leicht in der Luft. Wir haben hinten noch eine Luftfederung drin. Die haben wir jetzt auf 2 bar gelassen. Man hatte uns empfohlen, die sollen wir auf 0,5 ablassen. Dann ist der Gang der Druckfedern hier nicht ganz so hoch. Aber jetzt hat es ja ganz gut geklappt. So, und jetzt lassen wir das ganze System einmal wieder ab. In dem Fall muss man jetzt wieder einmal auf Start drücken und innerhalb von 30 Sekunden dann auf Zylinder einfahren. Und dann geht das ganze System jetzt umgekehrt. Es geht erst hinten runter. Da sitzt der Paul jetzt hoch. Die Federn fahren ein bis zum Ende. Und wenn die drin sind, dann fängt er an, vorne die Hubstützen einzufahren. Jetzt gehen wir mal einmal nach vorne. Paul steht wieder auf dem Boden. Hier fahren jetzt auch die Hubstützen ein. Und wenn das beendet ist, bleibt es einfach stehen. Man hört dann nichts mehr. Und damit steht der Paul wieder auf seinen Rädern. Wir wollen euch jetzt noch mal eben kurz zeigen, wie wir das machen, wenn wir den Grauwassertank entleeren wollen. Weil, wie gesagt, so ein Rest Wasser ist immer drin, ob das jetzt ein Liter ist oder zwei, ich kann es gar nicht sagen. Aber wir können jetzt halt den Paul vorne auf die Stützen stellen, dass der so ein bisschen vorne hochkommt. Und damit läuft das Wasser dann perfekt ab. Und das wollen wir euch einmal zeigen. Man muss praktisch auch wieder auf die Starttaste gleich drücken. Dann muss man die Hubstützen, einmal, dass es nach unten geht, festhalten. Und dann den Knopf vorne hoch festhalten. Und auch festhalten, weil jetzt so lange fahren jetzt die Stützen aus. Ich zeige euch das mal. Jetzt hebt er praktisch den Paul vorne an.
So, jetzt geht's nach oben. Die Räder hängen frei. Und jetzt können wir damit aufhören. Man geht dann einfach nur von den Tasten runter. Und dann war es das. Und jetzt würde halt unser Grauwasser viel besser ablaufen, weil der Paul jetzt vorne etwas höher steht. Und umgekehrt geht es genauso. Jetzt lassen wir den Paul gleich wieder runter, weil wie gesagt, wir wollten es euch ja nur einmal kurz vorführen. Was man jetzt natürlich auch machen kann, man kann jetzt einen Radwechsel vornehmen. Das war auch nochmal ein Vorteil bei der Hubstützenanlage von SHR, weil man darf tatsächlich in diesem Zustand die Räder wechseln. Das ist, glaube ich, bei manch einem Mitbewerber nicht möglich. Was natürlich auch möglich ist, man könnte jetzt Schneeketten aufziehen, aber Vorsicht. Wir haben den hier 18 Zoll Räder drauf, da geht es leider nicht. Aber wenn man jetzt noch die ganz normalen 16 Zoll Räder hier drauf hätte, dann könnte man also durchaus Schneeketten jetzt aufziehen. Das ist, wie gesagt, bei 18 Zoll Rädern leider nicht möglich. Und jetzt lassen wir den Paul noch einmal ab, dass der wieder auf seinen Rädern steht. So, das war es jetzt im Prinzip schon. Die Hubstützenanlage, die hört jetzt gleich automatisch auf. Was vielleicht auch noch wichtig ist zu erwähnen, bei einem Automatikgetriebe muss man immer die Stellung auf P haben und die Handbremse muss auf jeden Fall gelöst sein. Und wenn man einen Schaltwagen hat, dann immer im ersten Gang, also den ersten Gang eingelegt und auch die Bremse lösen, um dann die Hubstützenanlage zu betätigen. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn ja, dann gebt uns ein Like, drückt auf die Glocke, dann verpasst ihr keine weiteren Videos von uns. Über ein Abo würden wir uns natürlich noch mehr freuen. Wir stellen immer mal wieder neue Stellplätze vor. Wir fahren auf Wohnmobilstellplätze, stellen die vor. Unsere Touren, ja, da machen wir Videos von. Wir haben schon einiges an unserem Wohnmobil verbaut. Da gibt es schon Videos, die könnt ihr euch gerne angucken. Und demnächst werden wir noch unsere Garage ausbauen, weil wir haben noch keine Möglichkeit, unsere Fahrräder zu befestigen. Und wir haben auch noch ein Elektromotorrad. Das wollen wir auch mal irgendwann mitnehmen. Und da müssen wir uns auch noch eine Vorrichtung bauen. Wenn ihr da Interesse dran habt, ja, wie gesagt, gebt uns ein Abo, folgt uns, wir freuen uns total. Wir haben auch einen Facebook-Kanal. Facebook? Doch, heißt Facebook, ne? Facebook. Tatsächlich. Die Freizeitcamper. Ja, kommt auf unseren Kanal, da stellen wir auch immer wieder vor, wenn es neue Videos auf YouTube gibt. Bis dahin, der Olli und der Carsten. Ciao. Tschüss.